Wie du deine Flirts spaßiger und aufregender machst als Mann, das erkläre ich dir jetzt hier in diesem Video. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, der Typ im lachsfarbenen Hemd, was zum Teufel hat der mir denn zu erzählen? Und das ist eine berechtigte Frage und die kann ich dir ganz einfach beantworten. Seit 2010 lade ich jetzt schon Videos hier rauf, wo ich nicht nur hier vor dem Mikrofon einfach nur spreche und Sachen erkläre, sondern wo ich tatsächlich auch Sachen gemacht habe, wie mit Glatze Frauen ansprechen, im Fetzerkostüm, als Ninja Turtle, mit Chuck Norris Witzen, also auch mit unglaublich vielen verschiedenen Handicaps, einfach nur um zu zeigen, dass wenn du weißt, was du tust, es definitiv sehr gut funktioniert. Und das ist es, was ich dir jetzt hier auch weitergeben möchte. Also nicht, wie du flirtest in diesen verrückten Gegebenheiten, sondern tatsächlich, wie du deinen Flirt wirklich spaßiger, aufregender, cooler machst, sodass es auch wirklich fun für dich ist. Und dafür habe ich dir jetzt hier 4 Tipps. Und wenn dir das gefällt, dann würde ich dir mal vorschlagen, abonniere definitiv den Kanal, denn dann verpasst du keins der künftigen Videos. Okay, kommen wir direkt mal zum ersten Tipp. Und das ist, was die meisten Männer eben falsch machen, also 9 von 10 Männern, die zu mir kommen und mir irgendwelche Fragen stellen zum Flirten, aber auch generell, was ich da draußen sehe, die machen das falsch. Und das ist, die führen mit der Frau ein reines Infogespräch, anstatt ein wirkliches Unterhaltungs- oder Flirtgespräch. Was meine ich damit? Ich meine damit ganz simpel, wenn du als Mann mit einer Frau redest und du wirklich einfach nur die Informationen austauscht. Zum Beispiel sagt sie so zu dir, ja, ich bin Krankenschwester. Und dann sagst du, oh, okay, also das im Krankenhaus, ja. Da merkt man bestimmt dann auch jetzt gerade bei dieser ganzen Situation, dass da sehr viel mehr Patienten sind, ne? Und viele kommen ja wahrscheinlich auch gerade zum Impfen. So, wahrscheinlich nach 5 Minuten von so einem Gespräch hast du unglaublich viele Infos ausgetauscht, aber ihr beide wollt euch entweder erhängen oder erschießen oder ihr langweilt euch einfach nur zu Tode. Was schade ist, weil es halt wirklich kein Unterhaltungsgespräch und kein Flirtgespräch ist. Was ist da der Unterschied? Der Unterschied ist ganz simpel. Wenn du mit der Frau redest und du nicht tatsächlich über das Thema redest und dann einen Haufen Informationen ausgetauscht werden, sondern du das Thema nur benutzt, um über sie zu sprechen, wird das Ganze schon 100-mal interessanter, spannender und aufregender im Flirt mit ihr. Ich gebe dir ein Beispiel, selbe Frage. Die Frau sagt dir vielleicht gerade, sie ist Krankenschwester. Und dann kannst du halt sowas sagen wie, ach cool, okay, ja, wie bist du denn dazu gekommen? Oder du fragst sowas wie, ah, interessant, bist du eine von den guten oder von den schlechten Krankenschwestern? Und dann wird sie dich vielleicht fragen, ja, was heißt das jetzt denn wieder? Und dann kannst du sagen, naja, ich meine, die guten Schwestern, die geben vielleicht immer ein kleines bisschen mehr Morphium, als der Patient brauchen würde, einfach nur, weil sie nett sind. Und die bösen Schwestern rammen jedem die Injektion so rein und sagen so, ach, Entschuldigung, das tut mir jetzt aber leid. So, dann wird sie wahrscheinlich auch lachen und sagen, nein, ich bin natürlich eine gute. Ja? Und in diesem Moment hast du das Thema nicht benutzt, um Informationen auszutauschen. Und du merkst auch schon am Vibe, das hört man auch schon so, selbst wenn das nur ein fiktives Gespräch ist jetzt hier gerade, ein ausgedachter Dialog, dass das tatsächlich eine ganz andere Stimmung ist. Weil im einen Moment hast du wirklich nur diesen reinen Infoaustausch. Das ist wirklich langsam, das ist langweilig, das bockt gar niemanden. Im anderen hast du halt wirklich, du benutzt das Thema, um über die Frau zu sprechen. Und eine Sache ist halt nun mal so, worüber reden wir Menschen am liebsten? Im Normalfall über uns selbst. Ja, dazu muss man kein Egoist sein, das ist halt einfach in uns drin. Und entsprechend hast du dadurch, wenn du das richtig machst, mit der Frau einfach viel mehr Spaß. Ja, also sie wird sich viel mehr selber unterhalten fühlen. Ja? Da ist auch der Unterhaltungswert in dieser ganzen Geschichte dann viel höher. Und dann hast du halt wirklich den Unterschied zwischen, wenn du da mit der Frau stehst, ne? Wenn man so von außen drauf gucken würde, wo du dann so sagst, ja, okay, und wie ist das denn so im Krankenhaus? Ist das dann auch hart für dich? Ja, also manchmal, wenn da Leute sterben. Ah, okay, du bist auf der Säuglingsstation. Ja. So super langweilig. Oder du hast halt wirklich dieses, ah ja, ist eine gute oder eine schlechte? Und dann sie lacht und fällt dir irgendwie schon halbwegs um den Hals und findet dich cool und guckt zu ihren Freundinnen rüber und macht den hier. Das ist halt dieser große Unterschied, ob du wirklich eine Unterhaltung bietest oder dieses Infogespräch machst. Das ist der erste Tipp. Und jetzt kommen wir mal zum zweiten Tipp. Der zweite Tipp ist auch etwas, was unglaublich viele, gerade auch erfolgreiche Männer, sehr gerne falsch machen. Und das ist, sie haben halt nicht nur diese Einstellung, ah, ich muss die Frau beeindrucken, ich muss die für mich gewinnen, ich muss die ja irgendwie von mir überzeugen, sondern die versuchen das dann auch. Ja, zum Beispiel, da kommt dann halt wirklich mal sowas raus, wie die Frau sagt, na und was machst du? Und sagst du, naja, ich bin Arzt in der leitenden Position. Oder sowas wie, ja, ich bin Anwalt in der und der Kanzlei. Und du siehst dann schon so den Stolz in ihrer Brust schwellen und so. Und das Problem dabei ist, das sind alles gute Sachen. Ja? Also ich freue mich für dich, wenn du Arzt bist, ich freue mich für dich, wenn du Anwalt bist, ich freue mich für dich, wenn du irgendeinen Job hast, der geil ist. Ja? Selbst wenn du den einfach nur liebst, wenn der nicht geil ist, freue ich mich trotzdem für dich. Aber die Sache ist die Frau beeindrucken zu wollen, ist eben genau das Gegenteil von dem, was du tun solltest. Sondern was du einfach in dem Moment brauchst in so einem Flirt, damit er auch wirklich an Fahrt gewinnt, damit er aufregend ist, damit er spaßig ist, ist eben genau das Gegenteil davon. Ja? Du merkst den Unterschied, wenn du eine Frau siehst, wie die mit einem Kerl redet, ja? Und dann ist das eben so einer, der dann sagt, ja, hier, Anwalt und dies und das.
Ne? Und dann winkt er vielleicht noch mit der Uhr und dann ist es noch die Rolex und vielleicht auch nicht die günstigste und was weiß ich. Ja? Und vielleicht merkt die Frau das nicht mal, aber sie merkt halt einfach nur, ja, der versucht halt einfach hier gerade einfach nur alles. Doch, kenne ich schon. Kenne ich von dem, kenne ich von dem, kenne ich von dem. Langweilig. Wenn du aber stattdessen der Typ bist, der, wenn sie einfach fragt, was arbeitest du, nicht immer nur sofort einfach versucht, sie zu beeindrucken, sondern halt wirklich mal sagt, okay, ich bin jetzt mal ein bisschen eine Challenge. Und dann beispielsweise ihr nicht eine direkte Antwort gibt, sondern wirklich eher sowas sagt wie, oh, jetzt bin ich gespannt, wonach sehe ich aus. Das ist zum Beispiel etwas, wo du mit einer Gegenfrage arbeitest. Oder du arbeitest mit einer Scherzantwort. Ja, gerade wenn du gut situiert bist, gerade wenn es gut läuft bei dir, wenn du dann sowas sagst wie, naja, so ich meine, halbtags sammle ich Flaschen ein, aber den Rest der Zeit, da hänge ich eigentlich vor RTL. Ich meine, man muss ja noch was vom Leben haben. In dem Moment bist du halt auch wieder so jemand, der offensichtlich nicht versucht, sie zu beeindrucken, sondern wieder Unterhaltung da reinbringt. Es ist natürlich klar und offensichtlich, dass du Spaß machst, gerade wenn du wirklich mit eurer Uhr hast, dass du halt nicht unbedingt Flaschen sammeln gehst, aber sie wird halt dann lachen und merken, der Typ ist cool, weißt du, der nimmt das nicht so ernst, der nimmt das locker, der macht dir auch ein bisschen Spaß. Und das sorgt dann eben auch wiederum dafür, dass die Frau sich mit dir eben viel besser unterhält, viel mehr Lust hat, auch wirklich von dir mehr zu erfahren, mehr von dir zu hören, mehr mit dir in Interaktion zu treten, als mit dem Kerl, der da halt nur steht und die ganze Zeit versucht, sich über irgendwelche Werte, die er vielleicht erarbeitet hat oder irgendwelche Dinge, die er in seinen Besitztümern hat, zu definieren. Ja, ob er mit dem Autoschlüssel winkt oder keine Ahnung, irgendwie das teure Sakko anhat und versucht, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken oder ob er halt wirklich einfach von innen heraus cool ist und dann einfach das gar nicht nötig hat, sie zu beeindrucken. Das macht einen großen Unterschied. Und das ist der zweite Tipp. Kommen wir jetzt mal zum dritten Tipp. Der dritte Tipp ist, dass du eben Aufregung und Spannung und Spaß in den Flirt reinbringst, indem du nicht nur die ganze Zeit Fragen stellst, weil das geht relativ schnell so und das sehe ich auch bei meinen Klienten immer wieder, dass die halt in so einem Interview-Modus enden. Also quasi du redest mit der Frau und dann fragst du eine Sache nach der anderen und dann irgendwann guckt die auf die Uhr und sagt, ich muss mal kurz aufs Klo und dann kommt die nie wieder. Und dann hat das Toilettenmonster sie gefressen oder was auch immer. Aber das ist halt einfach nicht unbedingt das, was du möchtest. Ja? Und das klingt meistens so, um dir mal ein Beispiel zu geben. Ah ja, so, woher kommst du denn? Ah, okay, ja, Frankfurt. Und dann wiederholen die noch, was die gesagt hat. Und so, ah, ja, und was machst du da so? Ah, okay, bist du im Finanzbereich, okay. Und wiederholen wieder, was die Frau gesagt hat. Und dann kommt vielleicht die nächste Frage. Ja, und ja, wie geht's dir damit so? Wie läuft das so für dich? So, und schon wieder eine Frage und du merkst dann schon, wie ein Auge der Frau schon darunter auf die Uhr schielt und dann ist schon vorbei. Was du eben stattdessen machen solltest, ist eben nicht nur mit Fragen zu arbeiten, sondern auch mal mit Statements. Anstatt zu fragen, du sag mal, und wo kommst du her, kannst du stattdessen einfach mal ein Statement machen. Anstatt, woher kommst du, sagst du, sag mal, du siehst aus, als würdest du aus Frankfurt kommen. Ja, oder du wirkst für mich irgendwie so, als wärst du aus Wuppertal. Und dann kann die Frau in dem Moment entweder sagen, oh mein Gott, spot on, ja, genau da komme ich her. Oder sie kann sowas sagen, wie kommst du darauf? Und entweder, wenn es halbwegs stimmt, dann ist es beeindruckend, weil du dann einfach nur sagst, naja, ich weiß nicht, irgendwie bist du so ein bisschen, du läufst so stilvoll, aber auch gleichzeitig irgendwie ein bisschen elegant rum, aber halt auch nicht übertrieben, so das kennt man irgendwie so aus dem Bankensektor. Ja? Könnte sein, du kommst jetzt irgendwie gerade von der Arbeit, bist hier auf der Afterwork-Party. I don't know, aber das war jetzt der Vibe, den du ausgestrahlt hast. Dann hast du in diesem Moment nicht nur soziale Intelligenz bewiesen, weil du gezeigt hast, woran du das abgelesen hast, sondern ist für die Frau auch irgendwie cool. Kann auch sein, du liegst total daneben, dann ist es auch cool, weil für die Frau es dann einfach in dem Moment spannend ist. Ja, dann sagt sie halt, also ich meine, du hättest jetzt nicht falscher liegen können, ehrlich gesagt. Und dann kannst du sagen, okay, also ich habe jetzt irgendwie an deinem Kleidungsstil gedacht, vielleicht könntest du in die Richtung gehen, jetzt musst du mich aufklären, was machst du wirklich? Und dann hat die Frau halt die Möglichkeit, darüber zu sprechen, ohne dass das jetzt irgendwie einfach nur von Frage zu Frage zu Frage kommt, sondern dass es halt wirklich auch ein interessantes und spannendes Gespräch zwischen euch beiden ist, das halt auch flirtig ist. So machen deine Flirts halt einfach auch viel mehr Spaß. Und wenn du damit arbeitest, hast du definitiv viel mehr Erfolg als 9 von 10 Kerlen. Und das sage ich dir nicht einfach so, das sage ich dir wirklich aus Erfahrung. Weil, naja, falls du mich noch nicht kennst, mein Job ist es, Männer erfolgreich bei Frauen zu machen. Das mache ich jetzt eben nicht seit gestern, wie du ja schon anfangs des Videos gesehen hast, sondern das mache ich schon seit einer sehr langen Zeit. Und wir sind auch sehr, sehr gut darin. Ich habe ein großartiges Team um mich herum aufgebaut. Und wenn das zum Beispiel für dich nicht nur interessant ist, einfach rauszufinden, wie man gut flirtet, sondern wenn es für dich auch interessant ist, wie landest du bei den richtig attraktiven, richtig heißen, richtig coolen, richtig interessanten Frauen, und hast mit denen dann spaßige, aufregende, coole Flirts, dann kann ich dir mal nur empfehlen, wenn du hier oben drauf klickst, dann findest du ein Video von mir, was du dir mal anschauen solltest dazu. Da kannst du dir sogar einen Termin buchen, kostet dich gar nichts, mit meinem Team, mit meinen Leuten und kannst mit denen darüber sprechen, wo sie sehen, wo du noch Potenzial hast, was zu verbessern. Das ist ziemlich cool. Das kannst du auf jeden Fall machen und abgesehen davon, ob du das tust oder nicht, kommen wir jetzt zum vierten Tipp. Und der vierte Tipp ist der, dass du nicht den Fehler machst, den die meisten Kerle da draußen im Flirten immer wieder machen, den ich immer wieder sehe, der dir einfach die Tour verhageln wird, wenn du das tust. Bitte mach das nicht. Und das ist nicht ein Thema totquatschen. Ja, also wenn du mit der Frau ein so ein Thema gefunden hast, wo du merkst, oh ja geil, da ist es jetzt irgendwie
da haben wir jetzt gerade eine Basis gefunden und dann wird da ewig drüber geredet. Und sei es Fußball, sei es Autos, sei es irgendetwas, wo du sagst, oh mein Gott, endlich eine Frau, die sich dafür interessiert. Oder sei es auch einfach nur Wandern oder was weiß ich. Ja? Das kann ja sein, du interessierst dich für irgendeine Sache ganz besonders und dann triffst du eine Frau und die interessiert sich auch. Und wenn das jetzt nicht ultra selten ist, wie zum Beispiel, vielleicht habt ihr beide eine Leidenschaft dafür, Hackbrett zu spielen. Ja? Wahrscheinlich 90% der Leute nicht mal, was das ist. Dann kann man da schon ein bisschen mehr drüber reden. Okay, weil es selten ist. Aber in der Regel geht es einfach darum, die meisten Kerle machen im Flirt den Fehler, dass sie versuchen, das Thema, das sie jetzt endlich gefunden haben, wo sie sagen, oh mein Gott, das ist mein sicherer Hafen, dass sie das versuchen zu melken wie eine Kuh, bis diese Kuh stirbt, ja, bis wie das Fast and the Furious Franchise, ja, bis zum 24. Film und dann wollen die Leute schon irgendwann sagen, so, okay, jetzt hört er auf, das Ding zu melken, er ist doch schon längst tot. Mach nicht diesen Fehler, sondern was du dir überlegen solltest, ist einfach Folgendes. Wenn du mit jemandem, den du schon gut kennst, sprichst, dann machst du ja oftmals auch nicht diesen Move, dass du da über ein Thema redest, sondern stell dir mal vor, du bist mit deinem besten Kumpel unterwegs. Da geht das Gespräch vielleicht irgendwie so, ey, was hast du gestern gemacht, George? Und dann sagt er, ja, ich war gerade irgendwie beim Spiel. So, oh, krass, Mann, hast du vorm Spiel noch irgendwie, warst du noch in der und der Bar? Die haben da jetzt aufgemacht. Und dann sagt er, ja, war ich. Hast du eine Runde Billard gespielt dort? Ja, ja. Ey, war Johnny auch dabei? Ja, genau. Oh Mann, Johnny ist so ein Typ, ja. Und schon seid ihr über 4, 5, 6 verschiedene Themen drüber gegrast und habt dann da überall diese Anknüpfungspunkte, ja, und dann kann man da immer wieder drauf zurückkommen. Das ist ja auch in einem normalen, guten Gespräch, wo man sich schon ein bisschen kennt, so dass man dann darauf wieder zurückkommt und sagt so, ey, der Johnny, ja, weißt du, das ist mir neulich auch wieder eine Story zu dem eingefallen. Und dann kommt man darauf zurück und dann sagt man, ich wünschte, ich wäre beim Billard nicht so schlecht, ja, und ist man wieder beim zweiten Thema, das man angesprochen hat. Und das machen die meisten im Flirt eben nicht, solltest du aber. Also nicht random einfach nur komplett rumspringen, sondern ich meine damit einfach, dass du einige Themen aufmachst. Anstatt eins tot zu quatschen, kannst du zum Beispiel im Flirt auch mit der Frau dann da sein und dann sagen, ja cool, mit wem bist du denn da? Und dann, ah, mit denen da drüben, ja, nicht schlecht, ja. Ja, ich bin auch gerade mit meinen Jungs unterwegs, wir waren jetzt gerade vorhin noch XY machen und dann haben wir das und das gemacht, ja, und hatten eine geile Pizza und jetzt sind wir hier. So, und dann hast du schon Pizza mit Jungs unterwegs, hier jetzt gerade, weißt du, mit wem bist du da? Du hast irgendwie auch schon 3, 4, 5 Themen auf und dann kannst du halt sowas sagen wie, ja so, ja, und was habt ihr davor gemacht? Ach, ihr wart wandern, ja, das ist ja ziemlich cool, ja, ich war neulich auch mal dort, ne, oder muss ich auch mal wieder machen. Und schon hast du noch ein Thema offen und dann hast du halt wirklich diese Möglichkeit, auch da hin und her zu springen und dann fühlt sich das für die Frau auch nicht nur natürlich an, dieses Gespräch, anstatt so, ja, wir reden jetzt über diese eine Sache, bei der wir uns beide wohlfühlen, bis wir irgendwann anfangen zu gähnen und keinen Bock mehr haben, sondern du hast halt wirklich die Frau vor dir, die dann sagt, ja, ja, das haben wir gemacht und das und so und die fühlt sich leicht und lebendig und locker und lacht und von außen sieht es wieder gut aus, was auch cool ist, weil wenn aus dem Flirt nichts draus wird, dann sprichst du vielleicht mit einer anderen Frau. Und dann sieht das halt cool aus, wenn das von außen schon mal spannend und spaßig ausgesehen hat. Ja? Du willst, dass deine Flirts spannend und spaßig von außen auch aussehen, weil das nicht nur gut aussieht, sondern auch einfach wirklich genau das ist, was Spaß macht. Und das sind eben diese Dinge, wenn du die wirklich von vorne bis hinten richtig machst, dann hast du eben auch diese Möglichkeit, dass die Frau bei diesen verschiedenen Themen diese Anknüpfungspunkte mit dir sieht. Und dann kannst du die Gemeinsamkeiten unterstreichen. Also da merkt man dann wirklich, okay, da haben wir was gemeinsam, da passt zusammen, da macht es irgendwie Sinn, da haben wir denselben Humor. Und von dort weg ist es dann super easy, einfach zum nächsten Move überzugehen und dann einfach nur zu sagen, weißt du was, du bist echt ziemlich cool drauf. Sag mal, was machst du am Dienstag? Hast du schon was vor? Und dann sagt die, nö, keine Ahnung, noch nichts vor. Oder Dienstag ist schon voll. Und dann sagst du, ey, egal, Donnerstag geht auch. Komm hier, lass uns mal Nummern tauschen. Und dann hältst du ihr das Handy hin, weißt du, und schon bist du mit ihr connected. Oder der nächste Move ist halt einfach nur, vielleicht geht's ja schon direkt, dass du dann zu ihr sagst, ach, weißt du was, du bist cool, lass mal rüber zur Bar gehen. Oder hey, weißt du was, du bist cool, wir wollten nachher noch in diesen anderen Laden gehen. Wenn du willst, schnapp doch deine Mädels und komm noch mit, ich habe meine Jungs auch noch dabei. Und dann kannst du das ganz entspannt zum nächsten Ding überbringen und dann kann von da aus einfach die nächste Sache passieren. Ja, ob das jetzt der Kuss ist, das Date ist, die Nummer ist, wo man dann von dort aus es weiterführt oder was auch immer. Vielleicht geht ihr auch schon zusammen nach Hause und erkundet dort, wie der Sternenhimmel über deiner, was weiß ich, über deiner Bude aussieht oder was weiß ich. Ja, also du weißt, was ich meine. Es ist auf jeden Fall einfach ziemlich leicht, wenn du diese 4 Tipps beachtest, dass du einen spannenden, aufregenden und coolen Flirt hast. Und das machen einfach sehr, sehr viele Männer falsch. Das ist schade. Ja, das heißt, das solltest du ab jetzt nicht mehr tun. Und da du es jetzt bis hierhin geschaut hast, bin ich absolut fester Überzeugung, dass beim nächsten Mal, wenn du mit einer Frau flirtest, du das auf jeden Fall sehr viel besser hinkriegen wirst. Da freue ich mich drüber. Und wie gesagt, wenn du meine Hilfe dabei möchtest, das Ganze noch ein bisschen mehr auf die Spitze zu treiben, dann klickst du einfach hier oben drauf. Und ansonsten, ja, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Lass mir gerne einen Kommentar da, falls du auch noch einen Tipp hast, den du teilen willst oder einfach nur etwas hinterlassen möchtest. Ich lese das alles und gerne auch einen Daumen nach oben. Ist gut für den YouTube-Algorithmus. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Everything changes.